Ja, was geht ab? Herzlich willkommen zu Soccer Performance. In der heutigen Episode im Mentaltraining für Fußballer geht es darum, wieso du niemals aufgeben solltest und um die Geschichte von Jamie Vardy, wie er noch Fußballprofi geworden ist und sogar englischer Meister, obwohl er eigentlich schon viel zu alt war. Darum geht es heute und Tom, ein guter Kumpel von mir, der einen Podcast macht, der heißt Der Traum vom Fußballprofi übernimmt jetzt. Und erzählt euch mal ein bisschen die Geschichte von Jamie Vardy. Oh, this you crazy mother. Hallo und herzlich willkommen zum Der Traum vom Fußballprofi Podcast. Mega cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Tom und heute geht es um die Geschichte von Jamie Vardy. Unglaublicher Fußballspieler mit einer sehr, sehr inspirierenden Geschichte und einem unglaublichen Learning, was du am Ende erfahren wirst. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, um dieses unglaubliche Learning zu erfahren. Genau, ich möchte dich ganz kurz, bevor wir anfangen mit der Geschichte von Jamie Vardy, darauf hinweisen, dass ich eine Facebook-Gruppe habe, die heißt Der Traum vom Fußballprofi Podcast Community. Der kannst du gerne beitreten. Würde ich mich mega freuen, dort tauschen wir uns einfach ein bisschen aus, über Fußball natürlich. Wir stellen uns da vor, du kannst dich mit Gleichgesinnten connecten und einfach ein bisschen über Fußball schreiben. Ja, genau. Wir fangen jetzt am besten gleich mal an mit der Podcast-Folge. Erstmal ganz kurz, wer ist eigentlich Jamie Vardy aktuell? Aktuell, Jamie Vardy ist 30 Jahre alt, spielt bei Leicester City in der Premier League, hat einen Marktwert von 15 Millionen und diese 15 Millionen sind für Jamie Vardy unglaublich, wenn du gleich seine Geschichte kennenlernst. Jetzt aktuell in der Premier League Saison 17-18 hat er schon in den ersten 5 Spielen 4 Tore gemacht, was auch ziemlich unglaublich ist. Ja, wir kommen jetzt zur Geschichte von Jamie Vardy. Und zwar, Jamie Vardy hat angefangen Fußball zu spielen bei seinem Heimatclub Sheffield United und mit gerade einmal 15 Jahren wurde er dort schon aussortiert. Es gab 2 Gründe. Der erste Grund war, er war einfach zu klein. Damals mit 15 war er 1,40 Meter groß. Jetzt ist er übrigens 1,79 Meter groß. Und der zweite Grund war, er hatte zu wenig Disziplin. Talent war da, aber er hatte zu wenig Disziplin. Und da gebe ich dir auf jeden Fall nochmal die erste Folge mit an die Hand, in der ich auch darüber spreche, dass Disziplin unglaublich wichtig ist für einen Fußballer, um wirklich nach oben zu kommen. Ja, das waren die 2 Gründe, warum Jamie Vardy schon so früh mit 15 aussortiert wurde. Und ja, was passierte dann? Jamie Vardy hat eine Zeit lang aufgehört mit Fußball. Er schlug sich die Idee vom Traum vom Fußballprofi schon ziemlich früh aus dem Kopf und hat erstmal ein paar Monate jetzt gar nichts gemacht. Doch irgendwie hat er dann doch wieder Lust und hat angefangen bei Stocksbridge anzufangen. Die Herren spielen in der 8. Liga, hat aber trotzdem erst mit 16 dann da angefangen, hat da erstmal in der Jugend gespielt und was da an der Tagesordnung war, waren Fünferpacks und zwar genau von Jamie Vardy. Fünferpacks waren an der Tagesordnung von Jamie Vardy im Spiel. Er wurde schon so eine kleine Lokalberühmtheit und ja, das fiel natürlich auf und dann irgendwann mit 20, 2007 war das, wurde dann hochgezogen in die erste Mannschaft, die damals in der 8. Liga spielte. Stocksbridge United hießen die, glaube ich. Und nebenbei hat er noch in einer Fabrik gearbeitet, was natürlich auch ein Knochenjob ist, der ordentlich auf die Last geht und ja, war natürlich nicht einfach für ihn, aber im Vordergrund stand für Jamie Vardy am Ende doch immer der Fußball und das Unglaubliche war, dass er, nachdem er 4 Jahre noch in der Jugend gespielt hat und dann in die erste Mannschaft hochgezogen wurde, dass das Toreschießen ihm immer noch sehr leicht fiel und er wurde auch schnell Stammspieler. Zwar war es nur die 8. Liga und es ist natürlich auch ziemlich schwer, von der 8. Liga jetzt in die erste zu kommen. Doch Jamie Vardy hat so unglaublich viele Tore geschossen, sehr, sehr viele Vereine wurden auf ihn aufmerksam. Und was er vor kurzem erst in einem Interview gesagt hat, über die damalige Zeit, er sagte, ich hatte plötzlich ein Ziel in meinem Leben und habe mir in jedem Training den Arsch aufgerissen, um mich hochzuarbeiten. Und ja,
Was passierte danach? Er hatte eine Kneipenstickerei. Was passierte dann? Er hatte aufgrund der Kneipenstickerei ein halbes Jahr Fußfessel. Das bedeutete, er musste täglich um 18 Uhr zu Hause sein. Und da litt natürlich auch ein bisschen der Fußball runter. Zum Beispiel durfte er manchmal nur eine Halbzeit spielen, weil er dann nach Hause musste. Oder konnte nur zum Training irgendwie eine Stunde und die letzte halbe Stunde musste er dann gehen. Und ja, das hält einen natürlich ein bisschen zurück. Man will natürlich immer das Optimale mitnehmen, ja. Doch, auch das hinderte ihn nicht. Und somit stiegen die direkt 2010 auf in die 7. Liga. Und er schloss sich allerdings dann Halifax City an. Er hätte natürlich auch zu Drittligisten gehen können. Er hatte auch ein paar Angebote gehabt. Allerdings entschied sich Jamie Vardy für Halifax City, die damals in der 7. Liga waren. Ebenso wie dann Stocksbridge United. Ja, was passierte in der Folgesaison? Jamie Vardy schoss für Halifax City 27 Tore und sorgte somit für den Aufstieg in die 6. Liga. Unglaublich. Ja, schon ein Jahr später ist er dann zu Fleetwood Town gewechselt mit 24 Jahren für 200.000 Pfund. Und die Teamkollegen waren sehr, sehr verwundert und natürlich auch ein bisschen verärgert, dass die ein Sechstligaspieler bzw. Siebtligaspieler für 200.000 Pfund gekauft haben. Natürlich schon eine stolze Summe. Hier in Deutschland, das wäre, als wenn du von der, sagen wir, Bezirks- oder Landesliga in die Oberliga wechselst für 200.000. Ja, das ist schon eine ordentliche Summe. Doch was passiert im ersten Training? Und zwar haben die beim Abschlussspiel 11 gegen 11 gespielt und Jamie Vardy, wie sollte es auch anders kommen, schoss 12 Tore und alle Teamkollegen waren ruhig und akzeptierten die 200.000 Pfund. Genau, in der Folgesaison schoss Jamie Vardy Fleetwood Town mit 31 Toren in die 4. Liga, was natürlich auch wieder unglaublich ist. Er ist von der 8. in die 7. hochgeschossen. Dann von der 7. in die 6. Jetzt hat er eine Liga übersprungen, hat Fleetwood Town von der 5. in die 4. geschossen. Immer mehr als 20 Tore gemacht, jetzt sogar über 30. Und ja, wie es auch anders kommen sollte, beim 5-Ligaspiel hat Nigel Pearson, der ehemalige Trainer vom damaligen Zweitligisten Leicester City, auf der Tribüne gesessen und hat ein Spiel zugeguckt von Jamie Vardy. Einfach nur mal ein bisschen beobachten, weil er war ja auch schon eine Lokalberühmtheit und man kannte ihn schon ein bisschen. War allerdings schon 24, 25 ungefähr. Und ja, trotzdem mal angeguckt. Was passierte mit dem Spiel, als der Trainer auf der Tribüne saß? Natürlich hat Fleetwood Town, da wo Jamie Vardy gespielt hat, gewonnen. Und was passierte noch? Jamie Vardy schoss 3 Tore und gab 2 Vorlagen. Und wie es dann kommen sollte, 2012 wechselte Jamie Vardy für 1,4 Millionen Euro zu Leicester City. Unglaubliche Summe, unglaubliche Geschichte. Es zeigt, man kann sich hocharbeiten. Und ja. Erste Saison schoss Jamie Vardy in der 2. Liga 4 Tore. Und die Fans waren natürlich sehr, sehr enttäuscht davon. Von 1,4 Millionen Pfund, 4 Tore, da geht ein bisschen mehr. Die sagten zum Beispiel, geh zurück ins Niemandsland oder hey, du bist viel zu schlecht für die 2. Liga. Und ja, Jamie Vardy überlegte halt echt, wieder in eine untere Liga zu gehen, um da Tore zu schießen. Aber nee, die Trainer haben ihm Mut zugesprochen. Und was passiert in der nächsten Saison? Er wurde Publikumsliebling. Warum wurde er Publikumsliebling? 16 Tore plus Aufstieg in die Premier League. Unglaublich. Premier League ruft, dann erste Saison, Klassenerhalt, 5 Tore, ganz knapp gehalten und auch nicht die beste Saison, aber sie haben die Klasse gehalten und sie haben ihr Ziel erreicht. Und dann kommt die unglaubliche 2. Saison in der Premier League. Ist sowieso schon unglaublich, dass Jamie Vardy mit 22 in der 8. Liga gespielt hat und jetzt mit 28 in der 1. Und ja, die 2. Saison, jeder
der sich mit Fußball ganz, ganz wenig auskennt, weiß es, Jamie Vardy und Leicester City sind im zweiten Jahr Meister geworden und Jamie Vardy erzielte unglaubliche 24 Tore. Und ja, Ende der Geschichte. Punkt. Was will ich dir mit auf den Weg geben? Du willst etwas Großes erreichen? Dann gebe niemals auf. Es geht nicht darum, was dir im Leben passiert, sondern wie du darauf reagierst. Und ja, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ich würde mich super freuen, wenn du ein Abo hinterlassen würdest und diese Podcast-Folge vielleicht auch mal den einen oder anderen Freund zeigen würdest, der diese Geschichte vielleicht auch in der jetzigen Situation nötig hat. Und ja, das war's dann. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es darum geht, wie du mit Rückschlägen umgehst. Und ich denke, das passt doch ganz gut zur heutigen Folge. Aber bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und ja, lebe deinen Traum. Wir hören uns nächsten Montag. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, konnte dich inspirieren. Schreib mir mal in die Kommentare unten, was du daraus gelernt hast, was du mitnehmen konntest. Und schau mal bei Tom vorbei, wenn dir das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao.